Willkommen zum vierten Teil meiner Screencast-Serie über Parser-Kombinatoren. Dieses Mal werde ich den Lexer etwas überarbeiten, werde ein paar neue Kombinatoren hinzufügen und dann den ersten etwas interessanteren Parser entwickeln. Aber zunächst, die Punctuations sollen angepasst werden. Ich erkläre kurz, warum. Bisher war es so, dass so ein Zeichen, wenn sowas in der Eingabe vorkommt, vier Klammern hintereinander, kann ja passieren, dass das als ein Zeichen angesehen wird. Und das soll in Zukunft irgendwie nicht passieren. Denn wenn die Klammer ein Schlüsselwort ist, dann soll das so geparst werden, als wären hier überall Leerzeichen. Aber das kann man dem Benutzer ja nicht aufbrummen, dass der dann hinter jede Klammer ein Leerzeichen setzen muss. Okay, das heißt, hier soll so ein Parameter Keywords mit reinkommen und dann soll irgendwas anderes passieren als das, was bisher passiert. Und hier müssen die Keywords dann auch reinkommen. Aber dafür brauche ich zunächst ein paar neue Funktionen. Und zwar zum Beispiel diese hier. Rekursiv wird sie und heißt starts with. Und da gebe ich zwei Listen rein, x's und y's. Und diese Funktion, die prüft, ob x's mit y's anfängt. Das schreibe ich mal als Kommentar dazu, damit man weiß, was es macht. Und das funktioniert mit Pattern Matching wieder einmal auf beiden Listen. Also nehmen wir mal an, x's ist leer, während y's noch ein Zeichen enthält. Das bedeutet, x's kann gar nicht mit y's anfangen, weil x's schon leer ist. Also kommt false. Gut, wenn x's noch ein Zeichen hat und y's leer ist, oder wenn x's leer ist und y's leer ist, dann kommt auf jeden Fall true raus, denn jede Liste fängt mit der leeren Liste irgendwie an. In allen anderen Fällen fängt jede Liste mit einem Wert an. Und dann muss erstens x gleich y sein, damit x es mit y's anfängt. Und zweitens muss der Rest ebenfalls damit anfangen. Das heißt, die restlichen x's müssen mit den restlichen y's anfangen. Also wenn zum Beispiel ABCD mit ABC anfängt, dann ist A gleich A, das heißt, das erste würde stimmen, dann muss BCD mit BC anfangen. Das sagt das hier. Okay, das ist die erste Funktion, die ich brauche. Einfach mal testen, A, B, C, D. Das stimmt. Und umgekehrt stimmt's nicht, weil A, B, C, D zu lang ist. Okay, nächste Funktion, die nenne ich drop, drop n. Und n ist eine ganze Zahl. Und diese Zahl besagt, dass n Werte von einer Liste x's weggenommen werden sollen. Also mache ich mal Pattern Matching auf n und x's und nehmen wir mal an, die x's sind nicht leer und wir nehmen an, dass n größer 0 ist. Was passiert dann? Dann werden
n-1 vom Rest noch weggenommen. Das ist ein Fall. Und in allen anderen Fällen, also wenn entweder die Liste x's schon leer ist oder n kleiner gleich 0 ist, dann kommt einfach x's zurück. Also wenn x's leer ist, kommt die leere Liste zurück. Und wenn n kleiner gleich 0 ist, wird nichts von x's weggenommen. Das heißt, es kommt wieder x's raus. Also drop 3 von explode 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da müsste genau die Hälfte weggehen. Und 4, 5, 6 bleibt übrig. Okay, das waren die zwei Funktionen, die ich brauche. Und jetzt geht's an die Punctuations. Und das werde ich wahrscheinlich nicht alles über Kombinatoren geregelt kriegen, deswegen mache ich gleich mal Pattern Matching. Was vorher da stand, war Repeat 1 Punctuation. Und das wende ich gleich auf die Cs an und nehme das auseinander, wenn hier ein Ergebnis rauskommt und eine restliche Eingabe. Dann muss irgendwas passieren. Und die Frage ist, was? Okay, wir haben die Keywords. Jetzt brauchen wir alle Keywords, also alle Schlüsselwörter, sodass das Ergebnis mit dem Schlüsselwort anfängt. Also hier, das sind jetzt lauter Sonderzeichen. Und in diesen Sonderzeichen kann sich am Anfang ein Keyword verstecken. Und ich will jetzt hier das längste Schlüsselwort, was in diesem Ergebnis sich am Anfang findet, das will ich jetzt herauskriegen. Also erstmal die Schlüsselwörter, die in dem Ergebnis auftauchen. Das mache ich mit list.filter. Filter liefert mir aus einer Liste alle diejenigen Werte, die ein bestimmtes Prädikat erfüllen. Das heißt, hier kommt jetzt irgendein Prädikat hin. Und das Prädikat, was ich haben will, ist starts with. Und dann kommt dieses Ergebnis. Und gefiltert wird aus allen Keywords. Dann bekomme ich alle diejenigen Schlüsselwörter, sodass dieses Ergebnis mit diesem Schlüsselwort anfängt. Okay, jetzt brauche ich von denen das mit der längsten, mit der größten Länge. Und dazu schreibe ich mir erstmal so eine kleine Funktion. Max len x ist y, also falls list.length x ist größer list.length y, dann ist, also x ist länger, dann kommt x ist zurück, ansonsten kommt y zurück. Also von 2 Listen liefert mir Max Len jetzt diejenige Liste, die länger ist. Und das benutze ich jetzt, um aus den Keys eine Liste mit maximaler Länge rauszukriegen. Und zwar mit Fold. In Fold kann ich dieses Max Len reinschmeißen und durch die Keys wird gefaltet und mit der leeren Liste fange ich an. So, jetzt kann es noch passieren, dass dieses Keyword, was hier kommt, dass es leer ist. Das würde bedeuten, dass in den Keys sich nicht mal ein einziges Keyword versteckt, welches am Anfang von dem Ergebnis steht. Und darauf muss man dann Fallunterscheidungen machen. Jetzt fällt mir gerade noch auf, die Keywords sollten eine Liste von Strings sein. Hier arbeite ich aber auf Character Lists, das heißt, ich müsste die Keywords hier so abändern. Map explode Keywords. Das ist vielleicht nicht ganz so toll.
Nein, das verschiebe ich lieber in den Lexer hier. List.map explode key words in. Und dann bekommt das hier die Keys. Das heißt, es bekommt dann eben keine Strings mehr. Zurück in die Punctuations. Dann funktioniert das ohne weitere Änderungen. Und jetzt die Fallunterscheidung. Falls das Key leer ist, dann kommt als Ergebnis Punctuation mit dem vollen Ergebnis und den Cs raus. Ansonsten kommt ein Schlüsselwort, nämlich dieses Key, zurück. Und dieses Key umfasst unter Umständen nicht das gesamte Ergebnis. Das heißt, von dem Key muss ich noch die Länge, also das heißt, von dem Ergebnis hier muss ich noch die Länge von dem Key wegnehmen. Und dann bleiben vom Ergebnis noch so und so viele Werte übrig und die kommen zurück in die Cs. Also in die Liste, die noch nicht gescannt, gelext wurde. Okay, dann gibt es hier noch einen Fall, nämlich dass schon bei dem Repeat nichts rauskommt und dann kommt auch weiterhin nichts raus. Okay, nochmal die Änderung. Es werden erst wiederholt Sonderzeichen gelesen. Wenn das erfolgreich ist, werden alle diejenigen Keywords gefunden, mit denen das Ergebnis von Repeat anfängt. Und von diesen Keywords, die in Frage kommen, wird das längste bestimmt. Falls es gar kein Schlüsselwort gibt, mit dem das Ergebnis angefangen hat, dann bleibt das Ergebnis Punctuation, so wie im Original. Ansonsten kommt ein Schlüsselwort in Frage und von dem Ergebnis von Repeat muss ein bestimmter Teil wieder zurück in die Eingabe. Und deswegen sieht dann das Ergebnis etwas größer aus. So, das ist die Änderung, die ich durchziehen wollte am Lexer. Jetzt etwas Debugging und Zeile 101. Der Fehler ist, dass dieses Ergebnis noch implodiert werden muss. Es ist eine Character List. Das gleiche gilt für das Keyword. Und dann funktioniert's. Okay, jetzt lexe ich mal hier Klammer auf und Klammer zu. Ach, da muss man nicht mehr explode schreiben. So, Klammer auf, Klammer auf, Klammer auf, Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu. Das würde im Original-Lexer jetzt als ein Sonderzeichen-Token erkannt werden. Jetzt müssen es 6 Tokens werden. Und in der Tat, man bekommt hier lauter Keywords. So, jetzt ist der Lexer schon ein bisschen praktischer geworden. Und jetzt implementiere ich noch ein paar neue Parser-Kombinatoren. Kann man sich drauf freuen. Also Repeat 1 war der letzte hier. Und zwar geht es jetzt erstmal um Expect. Der Umgang mit Expect im Zusammenhang mit so einem Keyword, der soll jetzt mal verbessert werden. Also es geht jetzt nicht mehr um das Lexen. Der Lexer hat nichts mehr von diesem Kombinator, den ich jetzt schreibe. Den nenne ich mal so. Dollar Stern. Sondern es geht um den Parser. Der soll dann schöner werden. Und wir bekommen auf der linken Seite von diesem binären Operator ein S. Und auf der rechten Seite einen beliebigen Parser. Dann wieder die Zeichenkette, die man bei solchen Parser-Kombinatoren immer braucht. So, und der Parser, dieser Parser-Kombinator lässt sich mit anderen Parser-Kombinatoren schon implementieren. Und zwar wie folgt. Als erstes wird das Keyword S erwartet. Und danach kommt P.
Mehr ist es eigentlich nicht, außer dass das Keyword S jetzt vergessen wird und nur noch das Ergebnis von P zählt. Und das macht man mit Second. Okay, durch diesen Kombinator spart man sich eben das Second in Zukunft und das Expect und das Key. Das gleiche mache ich nochmal für die rechte Seite, also P und S. Dann kommt erst P, dann Expect, Key S und diesmal kommt First hin. Diese Kombinatoren sind praktisch, wenn man zum Beispiel Klammern um einen Term oder sowas parsen will. Mache ich später. Okay, ein weiterer Kombinator, den kann man zum Beispiel benutzen, wenn etwas optional ist. Zum Beispiel ein Minuszeichen. Wenn man vor einer Zahl genau ein Minuszeichen oder kein Minuszeichen erlauben will, dann kann man einen Parser schreiben, der ein Minuszeichen erkennt und dann den Kombinator optional oder so benutzen, um zu sagen, P soll erkannt werden oder nichts soll erkannt werden. So, die Frage ist, wie schreibt man das auf? Also entweder P kommt oder empty, aber die Ergebnisse dieser Parser, die stimmen ja nicht überein. Das heißt, man muss noch Funktionen anwenden. Ein x bekommt hier den Konstruktor sum verpasst und empty bekommt none. Zur Erinnerung, empty gibt unit zurück. Deswegen kann man das auch so schreiben. Also entweder p, dann kommt als Ergebnis sum x raus, oder empty, dann kommt none raus. So, mal testen, wie das kompiliert. Kompiliert ganz gut. Okay, das waren erstmal die Parser-Kombinatoren, die mir noch gefallen. Und jetzt geht's an einen neuen Datentyp. Der soll geparst werden, und zwar einen Term-Datentyp. Da können entweder Zahlen stehen, ganze Zahlen, oder es kann minus ein Term stehen, also neg für negative und dann kommt wieder ein Term. Oder Addition, da braucht man zwei Terme dafür, oder Multiplikation. Warum ich Subtraktion und Division gerade mal weglasse, das wird sich später noch herausstellen. Aber jetzt schreibe ich erstmal schnell eine Funktion, wie man sowas auswerten kann. Eval für evaluate oder so. Und das heißt auswerten. Mit Pattern Matching durch Function. Ganze Zahlen bleiben ganze Zahlen. Wenn ein T mit Minuszeichen vorne kommt, dann verwandle ich das in ein richtiges Minuszeichen. Und das geht aber nur, wenn ich das T vorher ausgewertet habe. Bei S und T muss ich erst S auswerten und das addieren zur Auswertung von T. Genauso bei der Multiplikation. Erst S und T auswerten und dann mit Multiplikation verschalten. Und das ist rekursiv, habe ich vergessen. Okay, dann probiere ich das mal aus. Auswertung von, sage ich mal, minus 2 plus 3 müsste 1 ergeben. Funktioniert. Und wenn ich hier hinten zum Beispiel noch 2 mit 3 multipliziere, dann müsste 2 mal 3 sind 6, minus 2 sind 4 rauskommen. Okay, das funktioniert. Und für diese Termdatenstruktur soll jetzt ein Parser geschrieben werden.
damit man das nicht so hässlich immer mit den Konstruktoren hinschreiben muss, sondern damit man es als String hinschreiben kann. Und bevor man seinen Parser schreiben kann, muss man erst einmal eine Grammatik entwickeln. Und dazu hilft es, wenn man einfach mal auf irgendein Blatt Papier oder sonst wohin eine EBNF-Grammatik dafür schreibt. Und das heißt, EBNF heißt Extended Bacchus Nauform oder so ähnlich. Ich weiß nicht, ob ich mir das richtig gemerkt habe. Und ich benutze das im Wesentlichen nur als Abkürzung für Parser-Kombinatoren. Diese EBNF beschreibt allgemein kontextfreie Grammatiken, aber Parser-Kombinatoren können nicht alle kontextfreien Grammatiken parsen. Ein paar sind da nicht dabei und deswegen sage ich jetzt einfach, das sind für mich nur Abkürzungen für Parser-Kombinatoren, damit man nicht auf die Idee kommt, irgendwas Komplizierteres zu machen, als was mit den Kombinatoren geht. Und dann kann man folgende Übersetzung machen. Expect ein Zeichen, das entspricht in der EBNF einfach so ein X. Die Alternative mit den drei Strichen als Kombinator entspricht einfach einem senkrechten Strich. Dieses Nacheinanderparsen entspricht dem Aneinanderhängen. Also das bekommt erst gar kein eigenes Zeichen, sondern das wird einfach im Prinzip weggelassen. So, was hatten wir noch für Kombinatoren? Repeat entspricht, also Repeat P entspricht P Stern. Und Repeat 1 P entspricht P Plus. Dann heute habe ich noch Optional, also entweder P oder nix, entspricht dann zum eingeklammerten P. Und jetzt, was ist mit diesem hier? Das gibt's nicht. Denn bei Parser-Kombinatoren, da geht es natürlich darum, auch Terme zu erstellen, aber in der EBNF geht es nur darum, die Grammatik zu beschreiben und nicht, was dabei rauskommt. Und deswegen gibt es diesen Funktionsanwendungsoperator nicht. So, nochmal. Man kann Zeichen erwarten, Alternative hat man, Nacheinanderparsen hat man, wiederholen und mindestens einmal wiederholen und optional etwas einlesen. Und das ist wesentlich kürzer, als wenn man die Kombinatoren hinschreibt. Und deswegen ist es für handschriftliche Notizen besser geeignet. Okay, jetzt geht es um die Grammatik, speziell für diesen Datentyp, für den Term-Datentyp. Und da gehe ich wie folgt vor. Ich definiere einfach mehrere Parser, hier zum Beispiel Term 0 und dann kommt später Term 1 und Term 2 und Term 3 und die hängen alle irgendwie rekursiv voneinander ab. Und Term 0 ist erstmal nur Number. Und Term 1 ist zuständig für die Minuszeichen. Und hier könnte ich jetzt zum Beispiel ein Term 0 danach wieder zulassen oder wieder einen beliebigen Term 1. Das heißt, wenn man minus minus 3 schreiben will, dann kann man sagen, okay, minus und danach kommt wieder ein Term 1 und der darf ja auch wieder mit einem Minus anfangen, aber irgendwann muss man auch Term 0 zulassen und das kann man einfach als Alternative so hinschreiben.
Also Term 1 erlaubt jetzt Minuszeichen, beliebig viele. Und danach erlaubt es auch alles, was Term 0 erlaubt. Also Zahlen. Gut, Term 2 kümmert sich um das Malzeichen. Und zwar kommt hier irgendwas und mal und dann wieder irgendwas. Die Frage ist, was ist das irgendwas? Wenn man hier zweimal Term 2 schreibt, dann ist das sehr ungeschickt, weil dann würde das bedeuten ewige Rekursion, also Endlosschleife. Und das ist nicht gut. Mindestens einer von denen muss eine 1 bekommen. Und wer? Na, der zuerst kommt. Denn wenn man hier gleich am Anfang Term 2 hat und hier hinten Term 1, dann kommt das hier nie dran, weil das sich schon unendlich lange rekursiv aufruft. Also muss hier Term 1 hin und hier hinten darf Term 2 stehen bleiben, denn die Terminierung wird dann dadurch garantiert, dass dieses Malzeichen, dass dieses aus der Eingabe verschwinden muss, bevor sich das hier wieder aufruft. Das heißt, die Eingabe wird dann kleiner vor diesem Aufruf. Gut, das würde jetzt bedeuten, dass in ein Term 2 immer ein Malzeichen erwartet, aber unter Umständen will man vielleicht nur den Term 1 haben und ohne Malzeichen. Gut, jetzt erlaubt man noch das Pluszeichen in Term 3. Da geht man wie genau gleich vor. Plus Term 3 oder Term 2. Okay, und was ist mit Klammern? Ja, wenn man einen Wert geklammert hat, dann ist total klar, wie die Auswertungsreihenfolge ist. Innerhalb der Klammern wird zuerst ausgewertet und das verhält sich dann wie eine ganze Zahl. Und deswegen kann man die Klammern gleich hier oben reinpacken. Und geklammert werden darf ein beliebiger Term mit plus minus mal geteilt, also plus mal und dem Minus. Das ist übrigens das unäre Minus. Unär steht eben für einstellig und mal ist binär. Es gibt auch ein binäres Minus, aber das erlaube ich hier noch nicht. Und zwar aus Gründen, die erst später leider rauskommen. Okay, das ist erstmal die Grammatik. Wenn man sich diese Grammatik als Parser-Kombinatoren vorstellt, fällt einem etwas auf, hoffentlich. Wenn hier Term 1 geparst wurde und dann kein Mal kommt, also wenn das nicht kommt hier, dann wird das Ergebnis völlig verworfen und es wird nochmal Term 1 geparst. Das ist ineffizient. Deswegen schreibe ich das jetzt etwas anders. Also Term 1 und danach optional Term 2. So ist sichergestellt, dass das Ergebnis von Term 1 nicht nochmal berechnet werden muss, sondern dass danach einfach wirklich nur geprüft wird, kommt noch ein Malzeichen und wenn nicht, ja dann halt nicht, dann bleibt der Term 1 trotzdem. Gleiches gilt hier, ein Term 2 und danach optional Term 3. Okay, soweit so gut. Jetzt noch zur Punkt-vor-Strich-Regel. Denn die Punkt-vor-Strich-Regel, die wird hier tatsächlich beachtet. Und zwar, weil am Anfang von Term 3 immer ein Term 2 steht. Das bedeutet, in diesem Term 3 hier hinten kann unter Umständen wieder ein Malzeichen vorkommen, ganz am Anfang. Also dass hier irgendwie sowas wie x mal y steht. Und falsch geklammert wäre das ja, wenn jetzt dieses Pluszeichen mit dem x hier mit irgendeinem Term verknüpft wird,
anstatt dass es so geklammert wird, dass das um das Malzeichen herum geht. Das hier soll T heißen. Das wäre falsch geklammert. Das kann aber nicht passieren, da Term 3 immer mit einem Term 2 anfängt, welches nur Multiplikation zulässt, es sei denn, es kommt Klammern. Und dieses Term 2 hier am Anfang sorgt dafür, dass dieses x mal y richtig geklammert wird. Also diese Grammatik, so wie sie hier steht, beachtet Punkt vor Strich. Und dazu kann ich noch sagen, diese Indizes, die ich hier hingeschrieben habe, die entsprechen einer umgedrehten Priorität der Operatoren, die ich hier benutze. Also sagen wir mal, die maximale Priorität wäre 2, also die Prioritäten würden von 0 bis 1 gehen, von 0 bis 2. Dann hätte minus die Priorität 2 mal hätte die Priorität 1 und plus hätte die Priorität 0. Und da sieht man genau, hier steht 1, 2, 3 und 0, 1, 2 ist genau von der Ordnung her umgedreht. Priorität 2, Priorität 1 und Priorität 0. Oder wenn man will, 1, 2, 3 spielt keine Rolle. Die sind genau umgedreht. Okay, soweit zur Grammatik. Jetzt geht's zur Implementierung dieser Grammatik mit Hilfe von Parserkombinatoren. Okay. Jeder dieser Namen, Term 0, Term 1, Term 2, Term 3, wird zu einem Parser. Das heißt, er bekommt ein eigenes Let. Und auf der rechten Seite kommen eventuell noch diese drei Pfeiloperatoren hinzu, je nachdem, was konstruiert werden muss. Wir fangen an mit Term 0 und der wird Number oder Klammer auf, Term 3, Klammer zu. Also Term 0 mit den Tokens, die Liste Cs, wie ich sie bei den Lexern so genannt habe, wird jetzt zu Tox, weil ich klar machen will, dass das Tokens sind. Also das passiert alles, nachdem der Lexer angeworfen wurde. So, jetzt Term 0 ist entweder Number oder, Klammer auf, und dafür habe ich diesen Kombinator geschrieben, Term 3, Klammer zu. Was wird konstruiert? Eine ganze Zahl. Ah, richtig, Number gibt es noch nicht. Um Number muss ich mich erst kümmern. Und Number hat eigentlich nur einen Auftrag. Hierzu bei den Tokens kann ja int auf int, also ein int i entstehen. Und das muss verwandelt werden in so einen Number. Also num of i muss dann rauskommen. Das heißt, Number mit Tokens ist gleich Check, was wird gecheckt? Es wird gecheckt, ob int i vorliegt. Und alles andere wird nicht akzeptiert. Und was konstruiert wird, wenn hier so ein int i ankommt, das ist ein num i. Und die Tokens wandern wie immer direkt rein. Also nochmal, es wird gecheckt, ob in der Eingabe ein Integer kommt.
und das wird in den entsprechenden Konstruktor gepackt für Terme. Gut, dann spart man sich hier das weitere Nachdenken. Und das spart man sich im Übrigen hier bei den Klammern auch, denn dieser Operator wirft das Ergebnis vom Klammerparsen weg und dieser hier ebenso. Das heißt, es bleibt nur das von Term 3 übrig. Das heißt, man ist hier schon fertig. Das wird jetzt rekursiv, das Ganze. Und damit sich mehrere Funktionen gegenseitig rekursiv aufrufen können, so wie in der Grammatik jetzt, schreibt man AND. Deswegen kommt jetzt Term 1 und der darf Term 0 sehen. Term 1. Term 1 beginnt mit einem Minus und hat danach Term 1 oder es ist gleich an Term 0. Also Minus Term 1. Und hier muss man jetzt was konstruieren. Also ein T wurde von Term 1 erkannt. Ein Minuszeichen steht davor. Das heißt, es kommt das Negative von T raus. Oder es war ein Term 0, genau. Also minus Term 1 und in dem Fall wird der Konstruktor neg verwendet oder es bleibt ein Term 0. Term 2. Was ist Term 2? Term 2 ist zunächst ein Term 1 und danach kommt etwas und das ist optional Stern und dann Term 2. Also optional ein Stern und dann Term 2. Was wird konstruiert? Erstmal, was kommt hier überhaupt beim Parsen raus? Ein Term in einem Tupel als erste Komponente und in der zweiten Komponente des Tupels, des Pars, steht ein Option-Datentyp und in dem Option steht wieder ein Term, denn das Ergebnis von dem Sternparsen wird weggeschmissen. Das heißt, ich kann hier mit Function Pattern Matching betreiben, erst ein T1 bekommen und wenn ein T2 dahinter steht, dann wurde es ja mit Mal verknüpft mit dem Stern, also Multiplikation. T1, T2. Es kann aber auch sein, dass T1 und None rauskommt und dann bleibt T1 einfach nur übrig. Dann kam eben kein Mal. So, das war schon Term 2. Und Term 3 funktioniert genauso. Term 2, optional ein Pluszeichen, dann Term 3, die Indizes erhöhen sich alle. T2, Sum T3, Addition T1, T2, T1, T2 habe ich jetzt einfach von oben abgeschrieben, das ist nicht gut. Das muss T2, T3 heißen. So. Und geht's alles noch auf einen Bildschirm? Ja. Nochmal, Term 0 war Number oder Term 3. Number oder Term 3 mit Klammern drumherum. Term 1 war minus Term 1 oder Term 0, minus Term 1 oder Term 0. Term 2 war Term 1 und optional mal Term 2. Term 1
und optional mal Term 2. Term 3 war Term 2 plus, optional plus Term 3. Term 2 optional plus Term 3. Und der Rest kümmert sich nur darum, welche Konstruktoren benutzt werden sollen. Bei Minus kommt Neg, bei Mal kommt Multiplikation und bei Plus kommt Addition. So, mal sehen, ob das passt. Nein, das kompiliert nicht, und zwar aus dem Grund, ein String wurde erwartet. Ah, vermutlich habe ich hier falsch geklammert. Okay, das funktioniert noch nicht, weil String Token Lists. Da stimmt was mit diesem Operator leider nicht. Richtig, ich habe die Cs hier vergessen. Ah, das hätte mir doch jemand sagen können. Ja, so funktioniert Debugging. Man schaut sich den Output des Compilers an und merkt dann, woran es hängt, und schaut sich die Sachen nochmal an, die beteiligten Funktionen, und dann sieht man schon, was kaputt geht. Hoffentlich geht es jetzt. Nein, es gibt immer noch einen Fehler. Und das ist ein Character und kein String, aber vor dem Operator Dollar mal muss ein String kommen. Danke, lieber Compiler. 160, ich habe diesen Fehler richtig oft gemacht. Sowas Blödes. Und der letzte Fehler, hoffentlich für heute. Den verstehe ich noch nicht. Warum erwartet der zwei Token-Lists? Weil ich das Ganze hier auch vergessen habe. Okay, also ich habe bei den drei Kombinatoren ordentlich geschlampt. Ich hätte sie gleich ausprobieren sollen. Ja, lasst euch das eine Lehre sein. Wenn ihr irgendwas schreibt, probiert es gleich aus. Testen ist wichtig. So, jetzt nochmal zurück zur Grammatik. Die kompiliert jetzt mit den Parser-Kombinatoren. Und Term 3 erlaubt Plus, und dadurch, dass es mit Term 2 anfängt, erlaubt es auch Mal. Und dadurch, dass das wiederum mit Term 1 anfängt, erlaubt es auch Minus und Klammern. Deswegen ist Term 3 jetzt der richtige Kandidat zum Testen. Aber wie testet man sowas? Das erwartet ja jetzt eine Tokenlist. Also wenn ich da einfach einen String reinwerfen will, dann muss der erstmal gelext werden. Und zwar mit irgendwelchen Schlüsselwörtern. Die schmeiße ich mal in den Test mit rein. Okay, dann kommt ein Ergebnis mit irgendwelchen übrig gebliebenen Zeichen zurück. Dann sage ich mal falls die Cs nicht leer sind. Dann gebe ich einfach eine Warnung aus. Oder benutze ich jetzt mal Begin und End. Begin und End sind
Genau wie Klammern, nur dass das, was in den Klammern steht, vom Typ Unit sein muss. Und Print Endline gibt ja was vom Typ Unit zurück. Warnung. Übrige. Nee, Eingabe übrig geblieben oder übrige Eingabe. Was soll man da groß schreiben? Eben eine Warnung. Okay. Auf jeden Fall wurde was gelext und das kann man ja probieren zu parsen. Und zwar mit Term 3. Hier das gleiche Spiel, falls die restlichen Tokens nicht leer sind. Also wenn die Tokens nicht leer sind, gibt es eine Warnung. Was ist jetzt das Ergebnis? Das Ergebnis ist das hier. Und Fehlschlag bleibt Fehlschlag. Bleibt Fehlschlag. Okay, ich rück das nochmal ein, damit das etwas klarer wird, wie das strukturiert ist. Als erstes wird gelext, wenn das ein Ergebnis liefert, dann wird das geparst mit Term 3. Wenn das ein Ergebnis liefert, ist das das Gesamtergebnis. Das sollte so funktionieren. Okay, dann testen wir das mal mit. Was sind die Schlüsselwörter, die man braucht für die Grammatik? Das sind die Klammern auf jeden Fall, das Minus, das Mal und das Plus. Ansonsten würden diese Zeichen ja nicht bei den Keywords auftauchen, das heißt, die würden mit Expect Key nicht funktionieren. Und so ist der Kombinator mit dem Stern und dem Dollar eben immer gebaut, dass der auf Keywords geht. Deswegen müssen die da alle rein. Sonst wären das alles Punctuation. So, jetzt probiere ich einfach mal nur eine Zahl aus. Das funktioniert. Puh, Glück gehabt. Minus 3 funktioniert. Minus minus 3 funktioniert auch. An dieser Stelle wären ja, wenn ich den Hack mit dem Lexer nicht gemacht hätte, dann wäre das hier ein Zeichen, das Minus minus. So ist Minus ein Schlüsselwort und man kann sowas hier schreiben. Gut, 3 plus 4. Addition funktioniert. Und jetzt probiere ich mal Punkt vor Strich aus. Die Grammatik soll ja angeblich so gebaut sein, dass Punkt vor Strich funktioniert. Und 4 mal 5 müsste dann hier drin stehen. Multiplikation von 4 und 5. Und dann erst plus 3. Das stimmt also. Andersrum wäre es nämlich so. Das wäre falsch gewesen. Also, Klammern funktionieren auch. Und wenn man jetzt alle Zeichen nochmal reinbaut, 3 plus minus 4 mal 5, 3 plus minus 4 mal 5, dann bekommt man schon einen schönen Term. Also sage ich mal, das T soll jetzt dieser Term sein. Dann werte ich den mal aus. 3 minus 4 ist minus 1 mal 5 ist minus 5. Okay, dann haben wir ja heute schon so einen kleinen Interpreter erreicht, also einen Parser und eine Auswertung. Jetzt möchte ich noch zeigen, warum ich das Minus weggelassen habe. Also das binäre Minus, das Unäre habe ich ja zugelassen. Also 3 mal 4 mal 5 mal 6. Und jetzt aufpassen. 5 mal 6 steht hier. Das heißt, das wird rechts geklammert. Das ist also das gleiche, wie wenn ich hier die Klammern gesetzt hätte und dann hier. Wenn man das mit dem Minus gemacht hätte, würde ein falsches Ergebnis rauskommen bei der Auswertung.
Denn mal ist ja assoziativ, da spielt die Klammerung keine Rolle, aber Minus eben nicht. Und in der Schule wird das so festgelegt, oder auch an der Uni, dass das Minus links geklammert ist. Und das geht mit den Parserkombinatoren bisher nicht. Da braucht man einen neuen Kombinator, der etwas komplizierter ist, und mit dem kann man dann beliebige Operatoren mit allen Prioritäten und beliebiger Assoziativität parsen. Aber mit denen, die ich bis jetzt erklärt habe, geht das leider noch nicht. Da geht nur das, was ich heute erklärt habe. Okay, vielleicht sollte man hier schon stutzig geworden sein, dass sich Term 2 und Term 3 so furchtbar ähneln. Da besteht in der Tat noch Potenzial, das rauszuabstrahieren, und dadurch bekommt man dann eben einen neuen Kombinator, und wenn man den richtig schreibt, also wenn man die Abstraktion, die dazu führt, dass das hier kein Copy-Paste mehr wird, wenn man die richtig macht, bekommt man beliebige Operatoren über einen neuen Kombinator geschenkt. Und das zeige ich vielleicht beim nächsten Mal.